herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 15 von Bau den Millennium Falcon. In dieser Ausgabe werden wir Teile des Rahmens bauen und Teile der Hülle daran probeweise aufstecken. Und welche Teile dieses Mal mitgeliefert wurden, das sehen wir uns doch gleich mal an. So, was haben wir hier? Diesmal haben wir wieder diese zwei Türfüllungen. Das sind wieder diese Gusselemente für die Türfüllungen, die Polster dazu. Ein weiteres Teil für die Außenhülle. Zwei Teile für den Rahmen. Noch eine weitere Türfüllung. Somit haben wir insgesamt drei. Und dann haben wir auch wieder Schrauben mit dabei. Nachdem wir heute dann auch noch nur die Hülle bauen, benötigen wir sämtliche Metallteile der letzten Ausgaben. Und probeweise werden wir dann auch noch hier diese Hüllenteile daran anbringen. Wie schon in Ausgabe 13, glaube ich, war das. Das werden wir so machen. So. Ist der Bauabschnitt 15 auch vollbracht und wieder mal hat sich gezeigt, dass die Qualität des Bausatzes nicht gerade hoch ist. Die einzelnen Löcher für die Verschraubungen sind teilweise zu eng für die Schrauben, sodass die sich nicht in die Löcher schrauben lassen, ohne oben das Kreuz für den Schraubenzieher auszudrehen. Das ist mir jetzt schon bei einigen Bauteilen so gegangen. Das ist leider Gottes kein Einzelfall.
Ja, billig produziert, teuer verkauft, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz, es ist der Millennium-Falken und was soll's, da müssen wir alle durch. Nächste Folge bauen wir weiter beim Rahmen und auch im Innenraum. So, und jetzt wisst ihr alle, was kommt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus.